Herzlich willkommen im Ostpreußischen Landesmuseum zur ersten virtuellen Ausstellungseröffnung, die dieses Haus überhaupt macht. Leider ist das Haus ja noch auf einige Wochen hin geschlossen, aber wenn Sie, liebe Kunstfreunde und Museumsbesucher, dann wiederkommen, finden Sie hier keine leeren Räume vor, sondern auch eine neue Sonderausstellung. Diese möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden kurz vorstellen. Wir zeigen Werke aus dem Schaffen der aus Ostpreußen stammenden Textilkünstlerin Anneliese Konrad Stahlschuss. Frau Stahlschuss ist Jahrgang 1926 aus dem ostpreußischen Goldap gebürtig, das ist heute in Polen gelegen, und sie kam nach dem Kriege nach Berlin, wo sie zunächst einmal als Lehrerin studierte und arbeitete. 1977 wechselte sie dann ihren Beruf und nahm nochmal ein Studium auf, nämlich das Studium an der Berliner Hochschule für Bildende Künste im Fach Bildwirkerei. Sie war schon von klein auf mit verschiedenen handwerklichen Textiltechniken bestens vertraut. In diesem Falle erinnert sie gerne an ihre Mutter, die als sehr patente Frau ihr auch diese Dinge schon als kleineres Kind beibrachte. Wir beginnen unseren kleinen Rundgang mit diesem dreiteiligen Tapisseriewerk. Anneliese Konrad schuf es 1979-80, also zeitlich nahe an ihrer Ausbildung bei Gerda Löning an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Der Titel einer Ausstellung, für die sie sich dieses Werk ausdachte, hieß Preußisch Blau. Und sie nahm entsprechend farbiges Material zum Weben dieser drei Motivteppiche und sie hat sich das Thema des Parks selber ausgedacht. Dieses Werk zeigt zugleich, dass sie eine Anlage hatte, ihre sehr kreativen Fantasien in exzellenter Technik umzusetzen. Diese dreiteilige Tapisserie ist dann auch entsprechend auf verschiedenen Ausstellungen gezeigt worden und er steht für den ersten Teil ihres künstlerischen Schaffens. Aus der gleichen Zeit, um 1980, stammt auch dieses Beispiel von Bildwirkerei. Wir kommen hier auf einen Bereich, der uns zeigt, dass die Arbeiten von Anneliese Konrad Stahlschuss auch inhaltlich viel Bedeutung haben. Sie reagiert teilweise auf politische Vorgänge oder verarbeitet auch ihre eigene Biografie, die in ihrem Leben und in ihrem Werk natürlich ganz besondere Spuren hinterlassen hat. Anneliese Konrad ist als junge Frau aus Ostpreußen geflüchtet und besonders beschäftigte sie ein Leben lang das Schicksal ihrer Mutter, die ebenfalls auf der Flucht im Februar 1945 in Ostpreußen erschossen worden ist und an einem Waldrand verscharrt worden sei. Aus diesen unmöglichen Umständen, die sie eben sehr stark mit Trauer erfüllt hat, hat sie verschiedene Bildmotive entwickelt, unter anderem diesen mit dem Thema Waldrand. Es ist eben gemeint, der Waldrand, der sozusagen das Grab ihrer Mutter umrahmt hat. Und sie hat, auch wenn die Gestaltung sehr ästhetisch und farblich sehr spannend gemacht worden ist, doch ihre eigenen traurigen Gedanken mit hineingewebt und sie auch textlich hinter diesem Werk festgehalten. Das Werk von Anneliese Konrad Stahlschuss besteht aus weit mehr als nur aus Tapisserien. Sie hat 1985 die Idee zu Raumobjekten begonnen zu entwickeln, wiederum ausgelöst durch das Thema beziehungsweise die Räumlichkeit einer Ausstellungsmöglichkeit, die sie hatte. Es ging um die Gestaltung
eines Kapellenraums in einer Kirche. Sie entwickelte dafür die sogenannte Nesselhöhle. In diesem Zusammenhang erfand sie ihre ganz eigene Brenntechnik, indem sie den Nesselstoff mit einer Gasflamme in Brand setzte, zumindest an den Rändern und zu Teilen, und so ganz besondere Farbeffekte und auch Struktureffekte erzielte. Diese Brenntechnik setzte sie auch ein, als sie von den schrecklichen Vorgängen des Ersten Irakkrieges 1989 fasziniert war und diesen Schrecken dann in eine Gestaltung umsetzen wollte. So entstand diese Rauminstallation, der sie den Titel gab, We Shall Overcome. Wir sehen eine ganze Reihe von ihr selbst genähten Hemden, die mit den Brandspuren darauf hindeuten, dass es hier um grausige Schicksale geht. Diese Hemden stehen für Menschen, die im Krieg und anderen Katastrophen gelitten haben. Einige auf Flohmärkten zusammengesuchte Utensilien geben eine Art Individualisierung dieser Hemden, die sie eventuell auch als Totenhemden gesehen hat. Die Ausstellung zusammen ist ein Aufruf gegen den Krieg und auch ein Zeichen der Hoffnung, dass trotz Krieg eben auch eine Möglichkeit besteht, vieles zu überleben. Weitere Möglichkeiten der Brenntechnik sehen wir hier an einem sehr schönen Beispiel. Das Thema Birken am Memelstrand deutet inhaltlich schon wieder auf die Biografie und Herkunft von Anneliese Konrad Stahlschuss als Erinnerung an Ostpreußen. Auf der anderen Seite sehen wir, welche grafischen Qualitäten die Brenntechnik hat, die sich hier in einer Textilcollage mit aufgelegten, bearbeiteten Textilstreifen vorführt. Wir sehen eine Reihe von Birkenstämmen, die aber unbelaubt sind. Und es ist das ein Hinweis darauf, dass eben Ostpreußen in der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges in seiner früheren Gestalt untergegangen ist. Ein weiteres interessantes Beispiel, welche Möglichkeiten die Brenntechnik hat, sehen wir hier. Die Künstlerin hat Strukturen aus kleineren Stücken angebrannten Nessels entwickelt, die jeweils Schrift meinen. Sei es, dass von Keilschrift oder anderen Hieroglyphen diese Strukturen inspiriert worden sind. Jedenfalls hat Anneliese Konrad Stahlschuss in dieser Dreierfolge verschiedene Arten von Schriftstücken nachgeahmt. Eine Urkunde, einen Brief und eine Liste. Jeweils kann man sich in den Details und von der gesamten Struktur der Formen schnell einlesen in die Gedanken, die sie bei dem Umsetzen des jeweiligen Themas hier gehabt hat. Die Brenntechnik ermöglicht in der Collage auch Reliefformationen. Ein schönes Beispiel sehen wir an diesem Werk mit dem Titel Feuervogel. Dieser Feuervogel ist natürlich dadurch, dass die sehr stark verkohlten Partien deutlich zu sehen sind, auch Motiv für die Brenntechnik als solche. Daneben schrieb Anneliese Konrad Stahlschuss, dass Feuervogel für sie auch die Inspiration des gleichnamigen Musikstückes von Igor Strawinsky war. Nachdem sie dieses Stück zum ersten Mal gehört hatte, hatte sie es gleich so in ihr Herz geschlossen, dass der Feuervogel für sie eine Identifikationsfigur für sie selbst wurde. Und sie schrieb von ihm, er würde sie auf ihrem schwierigen Lebensweg begleiten. Ein weiteres technisches Variationsstück sehen wir in dieser Arbeit mit dem Titel Strömung. Hier hat die Künstlerin merzerisierte Baumwolle
dicht an dicht auf eine Unterlage zusammengefügt und geklebt und variiert mit anderen Gegenständen, die sie wiederum gefunden hat und die ihr in diesem Falle passend schienen. Das sind so ganz kleine Perlmuttknöpfe und ein größerer Perlmuttknopf, den sie ganz oben setzt. Diese sozusagen Fremdkörper verursachen jeweils in der Strömung der Fäden eine Richtungsänderung und ergeben somit ein ganz charakteristisches Muster. Natürlich könnte man sagen, diese Struktur ist auch wieder aus der Natur abgeschaut, wenn das Wasser um einen widerstandgebenden Gegenstand herumströmt. Auf jeden Fall deutet uns dieses Werk auch darauf hin, dass Anneliese Konrad-Stahlschuss viele Anregungen aus der Natur übernommen hat. Mit dieser großen Textilcollage, Das Grab meiner Mutter, kehrt die Künstlerin wieder zu ihrer eigenen Biografie zurück. Es handelt sich auch um das bislang jüngste Werk aus ihrem Schaffen. Sie hat eine ideale Komposition gewählt, das Grab ihrer Mutter, hier unten an einem Feldrand oder auf einer Wiese gedacht. Das Kreuz auf dem Grab steht dafür, dass ihre Mutter eine sehr fromme Frau gewesen ist. Aus dem Grab erhebt sich bis zum Himmel, zu den Sternen oben, ein großer Baum, den sie als Verbindung von der Erde zum Himmel sieht. Und herab lässt dieser Baum, den man natürlich auch als Symbol für das Andenken an ihre Mutter sehen kann, von oben herab sendet er Tropfen, die die Inspiration für Anneliese Konrad-Stahlschuss zu ihrem Werk darstellen sollen. Neben der Komposition des Grabes in der Mitte stehen zwei kleine stilisierte Parkbäumchen. Darin sieht die Künstlerin sich selbst und ihre Schwester, die das Grab der Mutter und damit deren Andenken bewachen. Mit diesen wenigen Eindrücken und Hinweisen möchten wir Ihnen Lust machen, diese Sonderausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum zu besuchen, sobald es wieder geht. Wir sind guter Dinge, dass diese Ausstellung in wenigen Wochen wieder zugänglich sein wird und freuen uns, wenn Sie uns besuchen und sich von den Fantasien, Ideen und der technischen Grandezza der Textilkünstlerin Anneliese Konrad-Stahlschuss auch persönlich überzeugen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.